Vor langer Zeit, an einem sehr eigentümlichen Tag, lockte mein Spiegel jemanden aus dem Bett und verschaffte ihm Einlass in meine Werkstatt. Ich weiß nicht, ob der Spiegel nur Unruhe stiften wollte oder böswillig handelte. Vielleicht wusste er, dass der neugierige Eindringling eine Rolle zu spielen hatte in meinem Projekt. Ich war gerade dabei, mein neuestes Werk zu vollenden. Eine Welt für Dinge, die in Vergessenheit geraten waren. Zufrieden mit meinem Werk legte ich den magischen Pinsel beiseite und zog mich in meine Gemächer zurück. Hätte ich gewusst, welche Ereignisse folgen würden, ich hätte Farbe, Pinsel und Verdünner weggeschlossen. Geräusche und sah eilig nach, was geschehen war. Aber es war zu spät. Die Welt, die ich erschaffen hatte, war verwüstet. Der geheimnisvolle Eindringling war verschwunden. Ich erfuhr nicht, wer er war. Oder zumindest erst sehr viel spät. Das war das Intro zu Disney Epic Mickey Rebrushed, die Demo-Version. Oh Mann, Mickey, was hast du angestellt? Ach Gott, diese Maus. Willkommen zu meinem Let's Show, zu diesem Spiel. Schaut nach einem richtig coolen Spiel aus.
Veröffentlicht wird es am 24.09.2024, was ziemlich nah an der Zelda-Veröffentlichung dran ist, deswegen werde ich das Spiel wohl nicht spielen, vorerst einmal. Aber deswegen werde ich es heute Let's Showen für euch. Ja, schaut sehr vielversprechend aus, aber Mickey, was hast du dir nur dabei gedacht? Bin gespannt, wie da die Story weitergeht. Ja, ein 3D-Plattformer für Disney-Liebhaber wie mich, natürlich sehr cool. Bin gespannt, was das Spiel hergibt. Und ja, Mickey begibt sich halt jetzt auf eine Reise in das Wasteland und muss halt dort alles wieder in Ordnung bringen, was er selber für Blödsinn verzapft hat, sozusagen. In der Spielebeschreibung steht, die Entscheidungen beeinflussen Mickeys Schicksal. Sehr spannend. Aber so weit kommen wir heute natürlich nicht. Werden wir mal schauen, wie lange ich dieses Let's Show mache. Aber ich hätte gesagt, wir starten einmal hinein. Genau, und beginnen ein neues Spiel. Es gibt verschiedene Pre-Order-Bundles für diejenigen, die sich das Spiel schon im Vorhinein bestellen wollen, ja. Aber wir schauen uns jetzt mal das Spiel an, würde ich sagen. Grafik hat auch sehr cool ausgeschaut. Gas hier drüben. Nicht getroffen. Ihr Mickey. Ich glaube, der will, dass wir zu ihm kommen. Oh, Hilfe! Ich kenne mich gar nicht aus mit der Steuerung. Mickey krempelt die Ärmel hoch. Neuen Auftrag erhalten. Fliehe aus den Dunkelröschen. Irgendwas. Da hüpfe ich. Da mache ich so einen Ausweichermove. Da haue ich hin, okay. Kamera lässt sich drehen. Schießt er auf mich? Wenn ich lange stehe? Nö, er schießt nicht auf mich. Okay, ich muss entkommen.
Die Musik ist schon sehr bedrohlich. So, ich kann natürlich da nach unten gehen. Oder auch nicht. Weil das Gift tut mir weh. Sei vorsichtig mit diesem Verdünnerteil. Ich denke daran, dass er dich verletzen kann, ja? Ich hab's gemerkt. Okay, da ist alles auseinanderbrochen. Ich kann einen Doppelsprung, das ist ja cool. So, Dash Attack. Für was diese Diamanten gut sind, wissen wir noch nicht. Herzen kriege ich auch, sehr gut. Also die Grafik im Intro war sehr cool, jetzt ist natürlich, ja. Wir sind ja sicher, Mickey, sagte Gus. Dieses Bedienungsfeld kann mit deinem Wirbelmove zerstört werden. Nutze deinen Wirbelmove, indem du Y drückst. Genau, jetzt wird alles erklärt. Wieso muss ich das Bedienungsfeld zerstören? Weil der wahnsinnig wird. Wenn das Bedienungsfeld zerstört ist, kümmere dich um dieses hier. Okay. Drücke schnell A für einen kleinen Sprung, drücke und halte A gedrückt, um weiter oder länger zu springen. Okay, das ist zerstört. Eine Kiste, die machen wir natürlich auf. Da springen wir, genau. A und Doppelsprung, genau. Ich hätte den ersten Sprung fast nicht geschafft. So, dann schauen wir mal da oben. Nein, da ist eine Kiste, die holen wir uns zuerst. Kamerabedienung funktioniert sehr gut. Das gefällt mir. Oh, ich kann die Wachen schlagen. Ja, mit den Mickey Mouse Münzen. Ui, abgestürzt. Das ist auch schlimm, nein. Ah, dann schauen wir uns da unten noch ein bisschen um, genau. Y ist die Attacke. Da ist dieser Dash. The Dash Attack. Ist auf B. Jetzt muss ich aber wieder rauf. Sonst wird der Typ wahnsinnig werden. Oh, vielleicht kann ich da auch noch irgendwas machen. Oswald. Oswald, gütiger und gerechter Herrscher über Wasteland. Den haben wir noch nicht gesehen. Oder war das der Kleine von vorher? Nein, der war das bestimmt nicht. Wen haben wir da? Nochmal den Oswald. Genau. Ja, Sprachausgabe ist natürlich nicht während des ganzen Spiels. Hätte mich auch gewundert. Aber ja, das ist schon in Ordnung. So. Wird schon wieder verfolgt. Mit dem Scheinwerfer. Ja, ich hau ja schon ab. Der Gas wartet schon, ich weiß. Doppelsprung. Würde mich interessieren, ob er sich anhalten kann, der Mickey. Hops, hops. Gut gemacht. Und den Riesenroboter außer Gefecht gesetzt. Sehr gut. Schau! Durch die Zerstörung des mechanischen Arms ist ein Geheimraum zum Vorschein gekommen. Du kannst dir einen Moment Zeit nehmen, um ihn zu erkunden, wenn du möchtest. Ja, natürlich möchte ich. Und da geht's dann weiter. Komm zu mir, wenn du soweit bist, und wir verschwinden von hier. Ja. Wir schauen uns natürlich noch ein bisschen um. Da kriegen wir noch ein paar solche... Das sind ja keine Münzen, es schaut aus wie Papiergeld. Wie irgendwelche Tickets. Da ist noch eine Schatzkiste, wo es auch noch grüne Tickets gibt. Ich nenne es jetzt einmal Tickets. So, da werde ich nicht rüberkommen, oder? Und da war ich da drüben schon. Da ist auf jeden Fall der Geheimgang. Ui, was ist das? Da fehlt noch irgendwas. Welche Goodies zum Holen. Ah, ein Sammelitem. Wahrscheinlich extra Inhalt freigeschaltet. Okay. Der hat auch noch was für uns. Da ist eine besondere Kiste.
die wir mit X öffnen können. 9 Gegenstand gefunden. Bronzeanstecker. Gut gemacht. Dies ist ein Ansteckersammelstück. Eins von vielen, die du im Wasteland finden kannst. Viele von ihnen sind einzigartig und erinnern an bestimmte Ereignisse oder Orte. Versuch, möglichst viele einzusammeln. Okay. Mal ins Menü reinschauen. Ja, da haben wir die Übersicht. Fliehe aus Dunkelröschens Schloss. Erkunde das Schloss und finde den Ausgang. Genau. Ausgang und Eingang. Mal nicht herumblättern. Okay, Aufträge habe ich da. Fliehe, genau, finde den Ausweg. Und da habe ich auch die Anstecker. Anstecker habe ich einen gefunden, einen bronzenen. Aber ich habe ihn da auf meiner Liste nicht drauf irgendwie. Okay. Und Extras haben wir dann auch noch, okay. Filme, Konzeptgrafiken, auch sehr cool. Da haben wir eins gefunden. Cool. Sowas finde ich immer schön. Sieht voll schön aus irgendwie. Unsere Sammelgegenstände. Na, sehr cool. Nicht gefunden, alles klar. Ich möchte nur Retour. Genau. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zum Gas. Weil wir wollen ja ein bisschen was sehen vom Spiel. Halte ich mich nicht so lange da unten auf. Aber was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Und da ist auch irgendwas Komisches. Da raufhüpfen. Aber ja, das macht mir aber Schaden. So, Gas, wo bist denn du? Wo hat sich denn das Tor geöffnet? Für mich natürlich ein perfektes Spiel, weil ich liebe Disney. Mickey Mouse jetzt, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so. Aber ich bin schon etwas von der älteren Generation. Und ich bin mit Disney groß geworden. Klassiker, Aladdin, Ariel, Dornröschen und so weiter. Ich wurde von diesem Tintenmonster hergebracht. Das Schattenphantom. Es besteht aus Farbe und Verdünner. Das Phantom hatte große Angst vor diesem Pinsel. Wow, das ist Verdünner. Er löst alles auf, was gemalt wurde. Donnerwetter, was man damit machen kann. Das ist Farbe. Sie stellt wieder her, was der Verdünner aufgelöst hat. Du bist kein schlechter Künstler. Oh, und Mickey löst dich auch auf, oder was? Du steckst voller Überraschungen. Wahrscheinlich hast du was vom Phantom aufgesaugt. Aber ich bin immer noch ich. Üben wir mal. Drücke und erhalte ZL gedrückt, um Verdünner einzusetzen. Drücke oder halte ZR gedrückt, um Farbe einzusetzen. Okay, da geht unten meine Leiste runter und da setze ich das andere ein. Okay. Jetzt muss ich das da auffüllen, oder was? Die Farbe habe ich ja gar nicht. Drücke oder halte ZL gedrückt, um Verdünner einzusetzen, oder? Ja, das haben wir gerade gehört, genau. Oder muss ich da Verdünner hersprühen? Und ganz habe ich das jetzt noch nicht heraus. Ich kann da irgendwie hineingehen. Aber muss ich da jetzt Farbe reinsprühen oder muss ich da Verdünner reinsprühen? Ich habe keine Farbe mehr. Die verblasst aber auch mit der Zeit, also das ist, glaube ich, nicht richtig. Am Ende des Korridors ist der Hof, der uns aus Dunkelröschens Schloss führen wird. Okay, aber die Farbe fühlt sich... Das schaut jetzt so aus, als würde da trotzdem Farbe fehlen. Oder nicht. Jetzt ist es ein bisschen so Mario Color Splash
Verwirrt, weil ich glaube, dass ich da... Ah, den muss ich anmalen. Ah, okay. Dann sieht das ein bisschen anders. Das glitzert so. Aber das glitzert ja auch. Das glitzert nicht, okay. Das, was glitzert, kann man mit Farbe anfüllen. Ich verstehe. Und wie komme ich dann dahinter? Aha. Okidoki. Also es glitzert beides. Ziele mit R auf das Verdünnungsrad, auf das verdünnte Rad. Dann drücke und halte ZR gedrückt, um es zu bemalen. Muss ich anmalen, dass es aufgeht. Und was ist da hinten versteckt? Nix. Malen wir mal alles wieder an. Ah, irgendwas habe ich bekommen. Okay. Na gut. Ja, irgendwie cool, cool. Da was versteckt dahinter? Zuerst einmal... Nö. Geht davon aus, dass das irgendwas bringt, wenn man alles immer anmalt. Es gibt auch Bewegungssteuerung. Ah, da kriege ich irgend so blaue Safterl. Warte, dem haue ich gleich eine. Mit dem Pinsel kannst du auch Cartoon-Objekte verdünnen. Wie zum Beispiel diesen Türrahmen. Ziele mit dem Pinsel auf den Rahmen und halte dann ZL gedrückt, um ihn mit Verdünner zu treffen. Warum will ich ihn mit Verdünner treffen? Sagt man wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Dann fällt die Tür raus. Ah, okay. Weil da so ein Schleimboden ist. Ich verstehe. Aber ich kann ihn jetzt wieder anmalen, oder? Ja. Bringt aber nichts. Da ist wieder was zum Holen. Okay, spritz mal wieder an. Anscheinend kannst du Verdünner auf dem Tunboden benutzen, um den Weg frei zu machen. Wir wollen mal die Typen da anmalen. Und die geben uns immer irgendwelche Sachen, von denen ich noch nicht weiß, was es ist. Okay. Vergiss nicht, dass verdünnte Tunes mit Farbe wiederhergestellt werden können. Alles klar. Zuerst muss ich es runterfallen lassen und dann kann ich es für mich wiederherstellen, dass ich es benutzen kann. Und, haben wir es geschafft? Ausgang ist durch diese Tür. Das ist schon wieder so ein Schattendings. Es erinnert mich total an Kingdom Hearts. Mit dieser Farbe und mit diesem Schattenmonster. Phantomlinge. Sind sie gefährlich? Auf jeden Fall nicht freundlich. Mach dich kampfbereit. Nutze R, um dein Ziel anzuvisieren. Über Freunde sieht der Cursor grün aus, über Gegner sieht er rot aus. Du kannst Phantomlinge auf zwei Arten bekämpfen. Mit Verdünner machst du sie schwächer. Triff sie mit Farbe, um sie friedlich zu machen. Aha. Viele Gegner kannst du betäuben, indem du ihren... auf den Kopf springst. Triff dich ein Gegner, verlierst du ein Herz. Wenn du alle verlierst, bist du tot. Es gibt noch viel schlimmere als diese hier. Sei also auf der Hut. Okidoki. Dann müssen wir mal da aus diesem... Ich kann auch nicht so genau erkennen... was verdünnt werden muss und was nicht, beziehungsweise angemalt werden muss und was nicht. Das haben wir mal alles zerstört. Und da ist Schleim. Kann ich den irgendwie? Nö.
kann ich nicht entfernen. Und angreifen kann ich gar nicht, oder was? Ich kann sie nur bespritzen. Pass auf! Der Seher hat dich gesehen, Mickey. Was für ein Seher? Ach so, der. Sieht aus, als hätte er Hilfe geholt. Also ich kann den jetzt... Aua. Ich kann den jetzt quasi anvisieren, so. Aber ich will sie ja eigentlich... Muss ich ihn ja lieb machen, oder? Okay. Bist du jetzt freundlich? Ja. Oder? Ja. Er ist freundlich und hat Herzerl. Den malen wir auch an die Büsche. Was es auch immer bringt. Und das. Kann man den. Man dachte, vielleicht kann man den verdünnisieren. Oh, ein Herz. Vielen Dank. So, sowas wie eine Karte gibt es nicht, wie ich sehe. Karte finde ich persönlich immer ganz nett. Da ist der Gas. Na gut, mal das verdünnen. Verdünner kann sehr nützlich sein, ja, weil man dann hindurchgehen kann, oder? Na genau, und ein Geheimnis entdeckt. Eine weitere große Kiste. Mit Dunkelröschens Schlossanstecker. Mhm. Cool. So, die Frage ist, wenn ich das jetzt mit Farbe ansprühe, bringt mir das auch irgendwas? Hä? Kann ich gar nicht? Oh ja. Ich habe die falsche Taste benutzt. Den Rahmen auch. Aber wir kriegen nichts dafür. Okay. Dann. Da können wir noch wen beleben. Das ist auch nicht komplett. Das ist auch nicht komplett. Dass irgendwas bringt, dass man das alles einfärbt. Das ist eine Druckplatte. Sie senkt sich, wenn du drauf trittst. Du kannst auch dafür sorgen, dass die Druckplatte schneller nach unten geht, indem du X nutzt, während du dich in der Luft befindest. Okay, Stampfattacke. Ich war ja gar nicht drauf. Wende den Hebel-Move auf dieses Zahnrad an. Ah, den Wirbel-Move, um damit zu interagieren. Vergiss nicht, dass du Y drücken kannst, um einen Wirbelangriff durchzuführen. Stampfattacke. Das ist Kobold Calvin. Er wird so froh sein, aus diesem Käfig zu kommen. Er sieht wütend genug aus, um dieses Katapult zu zerstören. Wenn du andere Kobolde siehst, versuche ihnen zu helfen. Sie sind stets freundlich. Du bist also ein Kobold? Du musst den Wirbelmove bei zwei verschiedenen Zahnrädern benutzen, um das Tor zu öffnen. Achte auf die Zahnräder auf den Balkonen über dir. Welchen Balkonen? Da geht's dann weiter. Mhm. Ich bin schon neugierig, für was diese roten Münzen oder Geldscheine zu gebrauchen sind. Da ist einmal eine Kiste drinnen. Vorsicht, Mickey, diese Kiste steht auf einer Druckplatte, die das Katapult bei der geringsten Bewegung auslösen kann. Ist dir eine Schatzkiste wirklich wichtiger als die Sicherheit eines Kobolds? Muss ich das beantworten? So, vergiss nicht, dass du wirbeln kannst. Okay. Danke, Mickey. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, als mich der verrückte Arzt auf dieses Ding gesetzt hat. Der repariert da jetzt irgendwas? Okay, jetzt funktioniert das. Und er schleudert mich dann nach oben. Jetzt wird es niemand mehr gefährden. Nimm diesen Goldanstecker, weil du mich befreit hast.
Okay, aber jetzt komme ich ja nicht mehr zur Kiste. Da haben wir jetzt sozusagen die Kiste weggenommen. Da ist irgendwo noch so ein Viech gewesen. Oh nein, das ist der Liebe. Okay, dann werden wir mal da hinaufgehen. Irgendwas von Zahnrädern hat der geredet, aber ich sehe überhaupt nirgends Zahnräder. So, das entfernen wir mal, genau. Habe ich irgendwas Blaues, in dem ich auch noch nicht weiß, was es ist? Nein, das Fenster ist einfach nur kaputt. Du kannst schneller rennen, wenn du L drückst. Ah ja. Ja? Ui. Nicht runterfallen. Mickey macht schön alles voll mit Farbe. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach diesen Zahnrädern, die uns dann das Tor öffnen. So, was lernst du uns jetzt? Diese grünen Wächter, die Terps, schaden deinen Gegnern, wenn sie sie berühren. Deine Handlungen in dieser Welt bestimmen, welche Art von Wächtergeistern du anziehst. Was bedeutet das jetzt? Einsammeln? Nö. Fragen über Fragen. Anscheinend kannst du Verdünner auf dem Thunboden benutzen, um den Weg frei zu machen. Ach so. Das kracht alles in sich zusammen. Sagt er jetzt immer an, was ich machen muss. Das wäre natürlich ein bisschen gar einfach. So, jetzt sind wir da oben und da ist eins. Ist das ein Zahnrad? Ja, das wird so ein Zahnrad sein. Wende den Wirbelmove auf dieses Zahnrad an. Vergiss nicht. Ja. Du hast das Zahnrad gelockert. Siehst du die Toröffnung? Noch ein Zahnrad und dann schaffst du es. Du wirst merken, dass überall im Wasteland Zahnräder und Maschinen die Dinge im Laufen halten. Am Laufen. Oft entdeckst du Geheimnisse und Schätze, wenn sie repariert und gestartet werden. Ah, okay. Das war das eine Zahnrad. Das andere Zahnrad ist dann wohl da drüben. Wie schaut das aus mit Fallschaden? Kann man das riskieren? So, wir rennen mal ein bisschen schneller. Es gibt einen Fallschaden. So, zweite Treppe nach oben. Verdünner kann diesen Tun. Ganz einfach verschwinden lassen. Genau. Und dann einfach durchgehen. Ja. Du kannst schnell R drücken, um die Kamera vor dich zu zentrieren. Danke. Also, Tutorial, wie man es halt kennt. Aber ist eh gut so. Oh, das war knapp. Und zack.
Das war das zweite Zahnrad und wir sehen einen Projektor mit einer Leinwand. Das ist unser Weg aus dem Schloss. Sehen wir uns das mal näher an. Dort ist jetzt die Tür aufgegangen. Ah, Vorsicht, Fallschaden. Dusch. Da bin ich gekommen. Aber wie komme ich jetzt zu dieser Kiste da? Die wollte ich schon gern haben. Da können wir durchgehen. Okay. Na, was ist mit diesem Projektor? Bist du bereit, die Projektorleinwand zu betreten? Ja. In solchen Portalen reisen wir hier. Der Hase heißt Oswald. Aber eine Projektorleinwand? Was ist so seltsam? Heran. Das... Es geht ein bisschen schnell da zum Mitlesen. Oder Vorlesen. Habe ich jetzt was übersprungen? Ups. Ich glaube, ich habe jetzt irrtümlich eine Sequenz übersprungen. Neuer Auftrag. Zurück nach Hause. Aufträge. Oswald, der glückliche Hase, hatte etwas mit deinem Erscheinen hier zu tun. Vielleicht weiß er, wie du wieder nach Hause kommst. Aufträge. Okay. Optionen. Schauen wir mal kurz, ob wir... Ich kann die Schriftgeschwindigkeit nicht irgendwie anpassen. Na gut, dann müssen wir halt schnell lesen. So, aber ich wollte noch schauen. Extras. Filme. Ich habe da gerade was übersprungen. Genau. Der Hase ist da lang. Ach so, das hat er gesagt. Der Hase heißt Oswald. Er hat diese Leinwände aufgestellt. Das ist für Cartoons doch ganz normal. Was ist da drin? Los, lass uns reinspringen und nachsehen. Wir haben nicht wirklich was verpasst und jetzt sind wir auf einmal auf einer 2D-Passage. Extra Inhalt freigeschaltet. Okay. Wirklich 2D jetzt auf einmal. Ah, cool. Gefällt mir. Das Bett ist wahrscheinlich ein Trampolin. So. Und wie ist das mit der Stampfattacke gegangen? Okay. Ja, ich komme da nicht drauf. Muss ich nochmal rundherum? Ja, aber das finde ich cool, wenn da so Spezialpassagen sind. Sehr cool. Musik ist auch lieb. Die Grafik. Wird ein großes Geheimnis gemacht um die Switch 2? Die Frage ist jetzt, das ist noch ein sammelbarer Gegenstand. Genau, und da wird das wahrscheinlich zu Ende sein, das Level. Ja. Großes Geheimnis gemacht um die neue Switch, Switch 2. Oder wie sie auch immer heißen wird. Und man weiß einfach nichts über die Grafik und über die Leistung und über gar nichts weiß man eigentlich was. Und ja. Dann gespannt, wie es dann wirklich sein wird. Ob sie mit den neuen Konsolen mithalten kann. Den Next-Gen-Konsolen. Ja, wir reisen wieder zurück. Wenn mir
Natürlich, wenn ich liebe natürlich schöne Grafiken und Zwischensequenzen, die gut ausschauen. Ich glaube, da beschwert sich keiner, aber mir reicht's auch so, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt ein Spiel nicht daran aus, wie die Grafik ist. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber es ist nicht ausschlaggebend dafür, ob ich es cool finde oder nicht. Was machst du hier? Hey Gus, jemand hat diese Tür sabotiert. Da müssen wir mit Farbe ran. Das ist eine beeindruckende Tür, auf jeden Fall. Eine Koboldkonstruktion. Hey Mickey, du kannst mit Farben um dich werfen. Wieso malst du nicht diese Zahnräder für uns an? Das wäre fantastisch. Ich habe gerade an dem mittleren Zahnrad gearbeitet. Mach es bitte nicht kaputt. Herzchen. Da ist irgendwas noch nicht komplett. Na gut, dann malen wir das mal an. Mach es nicht kaputt. Weißt du, ich soll es kaputt machen? Hurra! Du hast sie repariert. Oh nein, hast du das gesehen? Dieses üble Ding da hinten ist mit den Sehern verwandt. Dieser Rohrabschnitt ist verdünnt, sodass Dampf austritt. Nicht den Dampf berühren, der wirft dich zurück. Bitte repariere die Tore. Ah, die Rohre. Wir treffen uns später wieder, ganz bestimmt. Flicke die Tore zusammen. Na gut. Das machen wir. Dann können wir natürlich auch gleich da die Kiste holen. Da ist er wieder. Wir sollten auch dort entlang. Aber pass auf. Ja, komm. Ist ja jetzt wohl nicht so schwer, Gas. So, ist das wieder zum Zerstören? Nein. Hier kommst du mit Farbe oder Verdünner weiter. Verdünne das große Zahnrad oder repariere das undichte Dampfrohr. Okay, es gibt also mehrere Wege. Das könnte ich auch noch. Okay. Vielleicht war das vorher gemeint, ob ich eher Farbe einsetze oder eher Verdünner. Und je nachdem kommen dann diese Geister, die irgendwie die Gegner auch angreifen. Ganz habe ich das nicht verstanden vorher. So, wir brauchen wieder einen Weg. Das Rohr müssen wir auch zudichten. Das auch wieder. Pass auf, wo du hintrittst. Benutze den Doppelsprung, um die Plattform zu erreichen. Drück A, während du springst, um einen Doppelsprung auszuführen. Ja, das habe ich schon herausgefunden. Danke. So, ich warte nur darauf. Hups, hups, aber hat nichts gebracht. Ui, da unten ist natürlich was. Habe ich gesehen. Eine Kiste. Mit Dingen, die ich nicht weiß, für was sie gut sind noch. Ui. Wie komme ich denn da wieder rüber? Autschi. Popo verbrannt. Ups, Popo verbrannt, falsche Taste gedrückt. Jetzt komme ich da nicht mehr rauf, oder was? Doch. Es leckt doch immer wieder. Hey, das soll doch nur im Notfall verschlossen werden. Ist das etwa eine Falle? Oh, das ist eine Falle. Jemand hat die Tür zugemacht und jetzt ist ein Klecksi hereingekommen. Und er
ist freundlich. Und da kommt noch einer. Wie war das? Ich kann auch auf sie drauf hüpfen. Dachte ich mir doch, ein Klecks kommt selten allein. Wir werden das gleich mal probieren mit dem Draufhüpfen. Und dann kann ich ihn einfärben. Hey, ihr Kleckse, zischt ab oder Mickey wird's euch zeigen. Na gut, bleibt immer noch das Problem, dass der Ausgang zu ist. Hier, ich mache dir den Weg zu diesem Sammelstück frei. Viel Spaß. Moment mal, das ist Oswald. Könnte er diese Falle gestellt haben? Ja, der Oswald ist doch nicht böse, oder? Hat er nicht gerade aufgemacht für das Sammlerstück? Wo ist das Sammlerstück? Hier. Extra Inhalt, Seher und Kleckse. Und die Tür geht hinter mir zu. Jetzt sind es blaue Lichter, weil ich mehr Farbe verwende. Huch, du hast einen Wächter angelockt, Mickey. Die Wächter können dir auf verschiedene Weise helfen. Drücke R und einer deiner Wächter wird sich auf den nächsten Gegner stürzen. Moment, es gibt noch mehr. Halte R gedrückt, um alle deine Wächter auf einmal loszuschicken. Tabs stoßen dabei... Ins macht dasselbe, nur mit Farbe. Okay. Ein Wächter, der so verwendet wird, verschwindet. Okay, das heißt, ich kann sie einsammeln, die Wächter, und dann benutzen. Und je nachdem, ob ich mehr Farbe oder mehr Verdünner verwende, bekomme ich mehr Farbwächter oder mehr Verdünnerwächter. So habe ich es jetzt verstanden. Anscheinend halten die Phantomlinge Kobold Tim im Ticketschalter gefangen. Hey, du da drüben, hilf mir doch! Kümmere dich bitte um diese Kreaturen, die mich hier gefangen halten. So, drücke R und einer deiner Wächter wird sich auf den nächsten Gegner stürzen. Ich drücke R, aber es funktioniert nicht. Jetzt. Hilfe! Was ist eigentlich, wenn ich die Gegner so schlage? Gar nichts, okay. Ich muss sie wirklich alle lieb machen. Ich kann sie nicht zerstören. Okay. Na, komm her. Ist da noch irgendwann böse? Da sind noch mehrere böse. Okay. Man kann es nicht so gut erkennen, welche jetzt... zu uns gehören und welche die Feinde sind. Naja. So, ihr Kleckse, Mickey war gnädig mit euch. Aber ich hab das nicht vor. Haut bloß ab, sonst. Ich starte diese Boote jetzt für dich. Du kannst jederzeit reinspringen. Das sind wir jetzt auf so einem Rummelplatz oder so. Die Wächter können dir auf verschiedene Weise helfen. Du kannst weitere anziehen, indem du die Welt um dich verdünnst oder anmalst. Genau. Der Balken links oben auf dem Bildschirm zeigt dir deine Wächteranziehung an. In jedem vollständigen Teil des Balkens wird ein Wächter angezogen. Die Wächter existieren, um dir zu helfen, Mickey. Weshalb das so ist, weiß keiner. Aha. Ja, ich benutze mehr Tinte, das ist mir schon aufgefallen. Oh, mit sowas bin ich erst gefahren mit meiner Kleinen. Aber der war nicht so kaputt. Kann ich das da anspritzen? Was ist denn jetzt überhaupt mein Auftrag? Kobold Tim kann sich wieder um seine Aufgabe kümmern. Okay, da gibt es wahrscheinlich jetzt noch ein paar Goodies zum Abholen. Da können wir reinhüpfen. So, aber ich lasse das einmal so stehen und schaue noch ganz kurz weiter.
Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da rechts geht es irgendwo weiter. Ah, da muss ich mit dem Boot weiterfahren. Okay. Kommt das nächste. Im nächsten Bereich schauen wir uns noch kurz an. Dann wird es aber das gewesen sein mit dem Let's Show. Sicher irgendwas geben. Oh, ups. Aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Oh, da geht's bergab. Nein, die versinken die Boote. Nun, dieses Fahrgeschäft ist überhaupt nicht repariert. Sieh dir an, wie diese Boote hier hineingequetscht wurden. Manche sind sogar umgekippt. Diese Tür hätte sich automatisch öffnen sollen, aber ich schätze, sie ist auch kaputt. Diese Rohre zu verdünnen, wird die Schlösser brechen und die Tür sollte sich öffnen. Wenn ich darüber nachdenke, sind die Flusspferde auch mit der Tür verbunden. Die Flusspferde mit Farbe aufzuhalten, würde die Türschlösser umgehen, um sie zu öffnen. Aha, es gibt also immer verschiedene Lösungswege. Sinkt. Ja. So, da geht's noch. Ups. Da geht's noch entlang. Schauen wir mal, ob ich das noch schaffe, ohne dass ich sterbe. Ich hätte noch gern herausgefunden, für was diese ganzen Items gut sind. Diese Rohre zu verdünnen, wird die Schlösser brechen, die Tür sollte sich öffnen. Das hast du mir ja gerade gesagt, mein Lieber. Das hast du mir ja gerade gesagt. Genau, jetzt geht's weiter. Na gut, während die da weiterfahren, würde ich sagen, war's das mit dem Let's Show von Epic Mickey. Oh, trifft sich gut, denn es ist vorbei. Danke fürs Spielen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich würde aber sagen, es ist eher ein Spiel, das ich privat spielen würde und nicht als Let's Play auf dem Kanal hochladen würde. Ja, und ich glaube, es kostet 50 Euro oder sogar 60 Euro und ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir für den Preis wirklich kaufen würde. Nichtsdestotrotz macht es aber Spaß und neugierig macht es mich schon auch, welche Charakter man noch treffen würde. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!